Gerade ältere Semester können sich daran garantiert noch erinnern. An Spielzeug ganz ohne Batterien und Bildschirm, robust gefertigt aus Metall mit Schlüssel und Federwerk. Mechanische Spielsachen waren in jedem Kinderzimmer ein Muss. Und sie faszinieren auch heute noch. Beispielsweise Sebastian Köpke und Volker Weinhold. Die beiden Berliner Fotografen sammeln mechanische Tiere. Die Geschichte ist ganz einfach und oft erzählt. Wir waren in Frankreich, in Metz, auf dem Trödelmarkt und finden eine kleine Ente. Und sind nächsten Tag in Paris auf dem Trödelmarkt und finden einen Pinguin. Und dann saßen wir dort in einem Park auf der Parkbank und beschlossen, Tierfotografen zu werden. Also der Entschluss fiel, wir machen da jetzt was draus und wir machen da eine Ausstellung draus. Und dann haben wir sehr robust, relativ unromantisch, wirklich zielgerichtet diese Sammlung zusammengetragen, um diese Art von Fotografien zu machen, wie sie hier zu sehen sind. Also die Tiere scheinbar in ihr natürliches Umfeld zurückzuversetzen. Und genau das ist auch der besondere Reiz der aktuellen Ausstellung in Senftenberg. Den Sammlern ging es darin nicht um exklusive Ausstellungsstücke, sondern uns war es wichtig, eine möglichst breite Artenvielfalt abbilden zu können. Und wenn da eben bei dem Elefant das eine Ohr fehlt, dann fotografieren wir ihn halt von der anderen Seite. Denn manch ein Exemplar hat bestimmt ein wechselvolles Leben. So wechselvoll wie die Geschichte des Blechspielzeugs selbst. Seit Ende des 18. Jahrhunderts erlebte es in Deutschland ein Auf und Ab, geprägt durch Weltwirtschaftskrise und Kriege. Die letzte Renaissance begann in den 1950er, 60er Jahren in Ost und West. Und dann kam die Konkurrenz aus Fernost. Also in 50er Jahren sind die einfach billiger, sind zum Teil bunter, wird so comichafter. Und da sehen dann die deutschen Blechspielzeuge schon recht alt aus dagegen. Und es ist so, dass eben neue Werkstoffe kommen, Plastik, Kunststoff. Die sind preiswerter in der Produktion und lösen dann das Blechspielzeug ab. Von ihrer Faszination eingebüßt haben die Exemplare im Senftenberger Schloss auch nach vielen Jahren nichts. Deutlich machen das auch gerade die großformatigen Fotos. Auf ihnen ist manche Entdeckung möglich. Also zum einen denken wir, wird in den Fotos sichtbar, sozusagen die Spielfreude, die sich damit verbunden hat, weil sozusagen wir das auch, die hatten wir auch beim Machen und wir denken, das sieht man den Bildern auch an. Zum anderen ist es so, dass die Fotos sehr groß sind, dass man tatsächlich gestalterische Details sieht, die bei den zum Teil kleinen Objekten nur schwer oder gar nicht wahrnehmbar sind. Ein Abstecher zu den mechanischen Tierwelten im Museum Schloss und Festung Senftenberg lohnt sich in jedem Fall, weil? Weil sie, sag ich mal, allen Freude bringt. Also man kann die sehr gut sozusagen in Familie schauen, von kleinsten Kindern über Eltern bis zu Oma und Opa, weil sowohl die Eltern womöglich eine Erinnerung da haben, Oma kann ganz bestimmt was drüber erzählen und die Kinder kommen mal für einen Moment weg vom Handy und sehen mal, womit man früher auch spielen konnte. Einem Nachmittag ganz in Familie steht also nichts entgegen. Zugleich zwei Familiensonntagen mit DEFA Märchenkino, Robotertanz mit dem Tanzstudio Bella, Märchenerzählerin Monika Auer und vielen weiteren Mitmachangeboten rund um die Welt der mechanischen Tiere lädt das Museum am 28. Januar und am 18. Februar ein. Die Ausstellung über die Faszination der historischen Blechspielzeuge endete dann am 25. Februar.